Und ich sah auf der linken Hand selbst, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Sie war innen und außen geschrieben und in den Linien versiegelt. Und ich sah, der weibliche Engel mit lauter Stimme, wer ist schön, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen. Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und lesen. Und ich weiß es ja, weil niemand hier würdig und ohne das Buch zu öffnen und zu lesen. Doch da sagte einer der Ältesten, wir weinen. Geliebt hat der Moloch, das ist Kampfhundsgitter, Lichtbrecher. Er kann das Buch und seine Siegel öffnen und lesen. Und ich sage, durch den Thron, den ich hier lebe, lesen, mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Und es lautet die Schlacht, werden die Hörner, Frauen, die Augen, über die ganze Erde ausgestanden. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der linken Hand dessen, der auf dem Thron war. Als es das Buch empfangen hatte, fiel diese Lebewesen und 74 Elfen vor dem Lamm nieder, alle mit Haaren und goldenen Haaren voll Räucherwerk, lassen die Seele ein. Und sie sang ein neues Buch, seine Füße zu öffnen, die du Buch schlachten, und hat zu deinem Buch Menschen zur Vernunft gebracht, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern, und du hast sie zu ihren eigenen Göttern gemacht, und sie werden auf der Erde herrschen. Ich sah, und ich hörte die Stimme von vielen Engeln, längst um den Thron, und um die Jugendlichen, die Eltern, die Zahl der Engel, war 10.000, mal 10.000, tausendmal tausend. Wir riefen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht zu empfangen, Reichtum, Weisheit, Kraft, Ehre und Lob. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, und auf dem Meer, in dem Meer, alles auf der Welt, hörte ich sprechen. Der auf dem Thron sitzt und im Lamm, gehören Lob, und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit und alle Verlegenheit.